Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag. Heute hier zum oder kurz vor dem US Opening am Montag. Wir haben hier den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar in der aktuellen Chartbeschau hier im H1, also im Stundenchart-Intervall. Und hier lässt sich mit Blick auf den Stundenchart eben hier sehr schön feststellen, dass wir hier seit der Eröffnung vom Sonntag und dem Hochpunkt hier vom Nachmittag 15 Uhr, was auch zugleich das Vortageshoch darstellt, hier eine Konsolidierungsformation hatten. Moment, wir müssen ein Stück weit runterziehen. So, in Anführungszeichen nur zwei Auflagepunkte, keine Frage, aber hier lässt sich ein bullischer Kai interpretieren. Vor dem Hintergrund, dass wir hier einen Abwärtsimpuls gesehen haben, dieser Keil jetzt hier an dieser Stelle sozusagen zusammenläuft und sich hier die Chance ergeben kann, dass der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar hier einen Aufwärtsimpuls erfährt. Die Situation ist die, es spitzte sich sozusagen das Preisgeschehen hier zu. Jetzt jüngst vor erfolgte der Ausbruch. Wir stehen hier unmittelbar im H1 vor dem Vortageshoch. Und wenn wir hier drüber ausbrechen, dann haben wir hier im Rahmen des bullischsten Wochentags beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar eine gute Chance, weiter anziehende Preise zu sehen. Das heißt, hier am Montag mit 54% positiver Schlusspreise. Danach sieht es heute aus. Wir sehen hier rechts daneben die Tagescandle. Die ist hier positiv formiert. Da müsste es schon jetzt hier eine starke Korrektur am Nachmittag geben und alle Tagesgewinne dahingehen, dass hier praktisch dann eine negative Umkehr erfolgt. Aber statistisch sieht der Montag eben gut aus mit stolzen 54%. Ein marginaler Vorteil, aber der Vorteil wird hier praktisch durch diesen bullischen Keil jetzt hier geweckt. Und wenn sich das Preis Verhältnis des Währungspaares über das jetzige Tageshoch hinaus bewegt, das ist 0,7573, dann wäre die Chance kurzfristig gegeben, hier bis in dem Bereich 0,665 etwa anzusteigen. Das ist dann hier entsprechend der Average True Range, das Potenzial, was das Währungspaar im Range-Durchschnitt aufweist, vor dem Hintergrund, dass wir hier 78 Pips mit Blick auf die letzten 14 Tage abhandeln, haben wir hier sozusagen die Möglichkeit, dieses Hoch heute anzusteuern. Und rein von der Projektion her lässt sich diese auch ohne weiteres ableiten. Gehen wir da mal kurz in den Guidance Chart dazu, der hier auch genau dieses Bild unterstreicht. Wir haben im Prinzip hier den Fall des Kanals. Rote Linie verkürzen wir des Keils sozusagen. Jetzt das Ganze jetzt zugespitzt. Hier wird es noch ein bisschen deutlicher. So. Und im Prinzip nehmen wir hier die Projektionsstrecke oben drauf und kommen auch hier knapp in den Bereich 0,6595, 0,66. Sieht also summa summarum ganz gut aus. Auch hier können wir nochmal das Vortageshoch mit reinzeichnen. Beziehungsweise hier nimmt er jetzt die Sonntagskerze. Das ist natürlich ein Stück weit unglücklich, aber hier haben wir die vom Freitag, dieses Level hier. Und genau da sollten wir eben jetzt hier nochmal tunlichst drüber gehen. Ja, also wenn wir hier drüber laufen, 0,65, 73, 74, dann haben wir hier sicherlich das Potenzial, das Ganze nach oben hin positiv aufzulösen und hier in einen ja, bullischen Momentum-Swing einzukehren. Gegebenenfalls gibt es auch hier nochmal ein Pullback. Das kann nie ausgeschlossen werden. Das wäre hier unter Umständen eine spekulative Einstiegschance. Das heißt, wenn der Preis hier in Richtung 0,6550 zurücksetzt, hier im Intraday-Bereich handelt es sich aktuell um 14, 15 Pips, das ist nicht viel. Dann könnte sich aber von da heraus leitend wieder ein Aufwärtsimpuls ergeben, der dann eben hier diese Performance zulässt, um die Average True Range sozusagen abzuarbeiten. Das mal hier die augenblickliche Chance zum Neuseeländer gegenüber dem US-Dollar am Nachmittag. Sieht gut aus grundsätzlich. Also hier dürfte oder sollte das Momentum jetzt eigentlich weiter Fahrt aufnehmen, damit wir hier die Average True Range ausreizen, um auch hier sozusagen das Setup zu erfüllen. Und insofern mal Obacht geben, was hier noch am Nachmittag passiert. Jetzt gerade, wenn die Amerikaner dazukommen, wäre dies hier unter Umständen auch ein Stimulus. Wir haben ja auch hier den Stimulus gesehen aufgrund der Wirtschaftszahlen, die 14:30 Uhr reingekommen sind. Denn die haben ja hier sozusagen dann auch den Goldpreis kurzfristig hier emporgehoben und auch den Euro gegenüber dem US-Dollar. Hier, wie gesagt, hat es zur Keilauflösung geführt, was
in der Summe jetzt hier weiter steigende Preise nach sich ziehen könnte. Warten wir ab, was der Nachmittag uns noch beschert. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und verbleibe bis später, wenn Sie mögen, zur US-Beschau. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.